Bonjour und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Frankreich und bin gerade in Étretat-au-Pont gestartet, auf einem Campingplatz an der Oise und folge jetzt weiter der Oise Richtung Belgien und hoffe, dass ich heute über die Grenze komme. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Aufnahmedatum für dieses Video ist der 1. Juni 2022, der kalendarische Sommeranfang. Pünktlich dazu war es heute Nacht 6 Grad kalt. Das war das Kälteste, was ich auf meiner Reise seit 17. März hatte. Jetzt ist es so wechselnd bewölkt. Die Sonne ist schon relativ warm, aber die Luft ist noch kalt, besonders wenn man im Schatten ist. Ich fahre hier immer noch auf dieser ehemaligen Bahnstrecke und das ist der Eurovelo 3. Jetzt geht es in den nächsten größeren Ort und da hat diese Bahnlinie aufgehört. Ich hoffe, die fängt dann nachher wieder an, denn das war ganz schön, auch wenn man links und rechts nicht viel gesehen hat. Ich bin inzwischen in Hirson angekommen und jetzt ist es gar nicht mehr so weit bis zur belgischen Grenze. Wäre ganz schön, wenn ich noch einen letzten Kaffee in Frankreich bekommen könnte. So, Hanau ist der nächste Ort. Jetzt geht es hier leider den Berg hoch. Ich hoffe nicht allzu weit. Jetzt bin ich oben und da vorne geht es schon wieder runter. Jetzt geht es hier schon wieder hoch. Eben gerade ein sehr steiles Stück. Das habe ich geschoben. Das ist noch sehr erschreckend, wie schnell man aus dem Training ist. Ja, und jetzt bin ich aus dem Ort raus. Und jetzt geht es in den finsteren Wald hinein. Ich hoffe, der Weg bleibt geteert. Das wäre toll. Es ist inzwischen 12 Uhr durch. Ich bin heute aber auch sehr spät losgekommen. Ich habe mich nicht aus dem Zelt getraut. Es war so kalt. Ich habe mal gewartet, bis die Sonne um die Ecke kam und alles ein bisschen aufgewärmt hat. Ja, dann habe ich die lange Hose angezogen. Könnte ich jetzt eigentlich ausziehen. Aber ich lasse sie lieber noch an, weil hier im Wald ist es doch ein bisschen frischer, als man so denkt. Kaffee habe ich in Hirson leider nicht bekommen. Der ganze Ort sah auch nicht sehr einladend aus. Hier im Norden gibt es auch keine Straßencafés mehr. Wenigstens nicht an den Hauptstraßen, wo man so durchkommt. Weiß nicht, ob es dann noch irgendwo einen Platz gibt. Aber das sah alles nicht danach aus. Deswegen bin ich weitergefahren. Mal sehen, wie das dann in Belgien aussieht. Ob es dann mal eine richtige Frittenbude gibt. Mal schauen. So, jetzt hat der Teer aufgehört und wir haben hier einen ganz normalen Waldweg. Ist ein bisschen gesplittet, aber die Holzfäller haben ganze Arbeit geleistet und schöne Spuren hinterlassen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die Ardennen sind, aber ich fahre auf jeden Fall durch. Heute noch, hoffe ich. Und dann kann ich auch endlich sagen, damals in den Ardennen, ja, da habe ich Abenteuer erlebt. Ja, jetzt geht es ja richtig bergab. Eben kam mir einer mit vollem Gepäck entgegen. Der hat noch einiges vor sich. Und hier fängt jetzt schon der erste Ort an wieder. Ja, was man runterfährt, muss man bekanntlich auch wieder hochfahren. Wenn ich über die Ardennen rüber bin, dann geht es an der Maas entlang bis nach Roermond. Und da ist dann flach. Ein ganz wunderschöner Wald hier. Diesen frischen Buchengrün. Das habe ich immer am liebsten. Diese Jahreszeit ist einfach die schönste. Wie auf dem Schild gefordert, denke ich jetzt mal an die Kinder. Und hier scheint ein kleiner Stausee zu sein. Ja, und hier geht es jetzt mal ein Stück bergan. Anscheinend bin ich ja wieder in der neuen Präfektur. Denn hier ist der Eurovelo 3 nicht mehr als solcher ausgezeichnet. Jetzt bin ich einem anderen Radwegschild gefolgt und habe mich prompt verfahren. Ja, jetzt ist es aber auch nicht mehr weit bis nach Belgien. Bin gespannt, wie da so die Infrastruktur ist.
Hier ist jetzt doch noch mal ein Schild: Eurovelo 3 und Veloroute de l'Avenois. Avenois sind wahrscheinlich die Ardennen. Ja, und das hier ist die Grenze nach Belgien. Ich habe es tatsächlich geschafft. Sehr unspektakulär, aber da drüben ist Belgien. Und das hier sind belgische Kühe. Ja, leider konnte ich da jetzt am Grenzschild nicht weiterfilmen, weil da jemand Radio an hatte. Aber ich habe es jetzt wirklich geschafft. Das vierte Land auf meiner Radtour. Ich bin ja erst durch Spanien, dann Portugal, dann wieder Spanien, Frankreich und jetzt Belgien. Und wahrscheinlich komme ich noch durch den Zipfel Niederlande und dann nach Deutschland zurück. Ja, von der spanischen Grenze bis hierhin habe ich jetzt knapp 14 Tage gebraucht. Ist gar nicht schlecht. Bin eigentlich fast ein bisschen zu schnell gefahren. Aber wir werden sehen, wie lange ich jetzt noch für Belgien brauche und für den Rest der Tour. Es ist auf jeden Fall toll, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Ja, das war's mit Frankreich. Au revoir, war sehr schön. Aber ich muss mich jetzt, glaube ich, erst gar nicht mal so sehr umstellen. Erstens sieht es hier noch genauso aus wie in Frankreich. Und ich fahre, glaube ich, auch nur durch Wallonien. Also wird mich das Französische noch ein bisschen begleiten. Ja, so sehen hier jetzt in Belgien die Fahrradschilder aus. Unten Veloroute de l'Avenois und Eurovelo 3. Und oben dann, wie weit es noch bis zu den nächsten Orten ist. Ich weiß nicht, wie weit ich heute fahre. Ich weiß auch noch gar nicht, wie weit ich heute überhaupt gefahren bin. Ich lasse jetzt einfach mal auf mich zukommen und fahre, soweit ich komme. Bis zur Maas sollte ich es heute allerdings noch schaffen, denn da gibt es die ersten Campingplätze. Oh, das ist Belgien hier. Es geht jetzt erstmal über so eine Landstraße, auf der auch Lastwagen fahren. Eigentlich geht es gleich ab nach rechts, aber ich bleibe noch ein Stück drauf, weil hier im Ort soll es einen Supermarkt geben und ich brauche dringend Sachen. Oh, das sieht doch nach einem Supermarkt aus. Der Supermarkt macht erst um 2 Uhr auf. Also muss ich da eine Viertelstunde warten. Und dann war ich doch sehr überrascht von den Preisen da. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass der einzige in dem Ort war. Aber das war gepfeffert. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie das in Deutschland aussieht. Ich war ja lange nicht mehr da. Es ist inzwischen 3 Uhr durch. Gerade mal eine Pause gemacht, ein Baguette mit Käse gegessen, den ich mir im Supermarkt gekauft hatte. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es genau weitergeht heute. Ich fahre jetzt einfach mal so weit ich komme. Also bis zur Maas ist es doch noch ein ganz schönes Stück. Und da fängt es eigentlich erst mit den Campingplätzen an. Aber ich übersehe auch schon mal gerne einen. Ich fange dann richtig an zu suchen, wenn ich richtig müde werde. Jetzt hatte ich leider eine Abzweigung verpasst. Bin ziemlich weit in die falsche Richtung gefahren. Aber ich habe es geschafft und bin wieder zurück auf der richtigen Spur. Ja, da war einfach kein Schild, oder? Ich habe es nicht gesehen. Es war immer nur in diesen einen Ort ausgezeichnet und ich wusste, dass es irgendwann abgeht, aber ich wusste nicht wann und habe es verpasst. Hier hat man jetzt einmal ein bisschen Aussicht. Sonst war ich immer irgendwie im Wald mit links und rechts Bäumen. Ja, bevor ich hier runtergefahren bin, habe ich erstmal auf die Karte geguckt, damit ich hier nicht wieder rauf muss, falls es falsch ist. Unten ist eine Kreuzung, kann ich nicht runter schnell fahren. Die Eurovelo 3-Beschilderung ist jetzt weg und jetzt gibt es hier so viele andere Radwege, das ist gefährlich. Dafür fährt man sich leicht. So wie jetzt. Ich meine, soll das der Weg sein? Oh, je. Buckelpistenalarm, kann man nur im Stehen fahren.
Das war Buller, oder wie immer man es ausspricht. Und ich hoffe, ich kann jetzt mal ein Stück geradeaus fahren. Also es geht immer im Zickzack hier. Und es ist nicht ausgeschildert. Und ich muss immer auf mein Telefon gucken. So sehen hier die Ortsausgangsschilder aus. Eine sehr schöne Landschaft ist das hier. Trotzdem bin ich froh, wenn ich an der Maas bin. Dann kann ich dem Fluss folgen und muss nicht mehr navigieren. Ja, wunderschöne Gegend hier. Jetzt bin ich auch ein bisschen entspannter, weil ich habe gerade noch mal auf die Karte geguckt. Und in 15 Kilometern gibt es noch einen Campingplatz. Der liegt zwar nicht direkt an der Strecke, aber trotzdem fahre ich den an. Weil es ist schon 4:30 durch und die Maas erreiche ich heute nicht mehr. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so besonders eilig. Ich bin ja schon so weit gekommen. Da brauche ich heute auch nicht so weit fahren. Ich hatte eben auch mal kurz überlegt, die Hauptstraße zu fahren, weil ich die überquert habe. Und ja, dann ist ein Lastwagen an mir vorbeigefahren mit Vollkaracho. Da dachte ich mir, nee, das musst du jetzt nicht nochmal haben. Fahr lieber die kleinen Straßen. Das dauert zwar länger, aber ist viel entspannter. Ja, hier ist alles aus so einem grauen Stein gebaut. Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. Und ich weiß auch nicht, wo es jetzt gerade lang geht. Ich muss nochmal anhalten. Ja, das mit dem grauen Stein. Sieht im Winter bestimmt so richtig schön deprimierend aus. Dieser Ort heißt jetzt Bossu-en-Fagne. Auch hier ist alles in diesem grauen Stein gehalten. Ich bin jetzt wieder unten in irgendeinem Tal. Es ging ziemlich steil bergab hier runter. Das heißt, ich muss gleich wieder hoch. Also hier ist jetzt auch auf den kleinen Straßen sehr starker Verkehr. Eben war ich auf einer, die hat zwei Orte verbunden. Und ja, die sind gefahren wie die Verrückten. Die ganzen Handwerker hatten irgendwie Feierabend, haben mich überholt, obwohl mir eine ganze Schlange entgegenkam. In einem Wahnsinnstempo. Das war, musste ich bremsen, damit der wieder einscheren konnte. So, ich habe das Gefühl, ich komme jetzt erst richtig in die Ardennen rein. Das sind Berge hier. Und ich glaube, da muss ich jetzt gleich runter. Man kann aber nicht schnell fahren, weil hier überall Schlaglöcher sind und so Querrillen. Und was unten kommt, weiß ich auch nicht genau. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Kreisel. So, heil da unten angekommen schon mal. Das ist schon mal gut. Hier eine alte Eisenbahn. So, ich hoffe, dass die Straße jetzt mal ein bisschen ruhiger ist hier. Ja, das sind Berge. Aber die sind jetzt hinter den Bäumen verschwunden. Was für eine tolle Landschaft. Also so habe ich mir die Ardennen vorgestellt. Und ich glaube, ich komme jetzt erst richtig rein. Toll. So, jetzt musste ich ein Stück Hauptstraße fahren, wie man eben gesehen hat, auf dem Berg, damit ich zu diesem Campingplatz gelangen kann. Der liegt ein bisschen abseits von der Strecke. Hauptstraße fahren war aber nicht ganz so schlimm. Lastwagen sind vorher irgendwie auf die Autobahn gefahren. Das war schon mal ganz gut und der Feierabendverkehr scheint auch vorbei zu sein. Ja, jetzt muss ich nur noch den Campingplatz finden und dann gucken, ob der auf hat und ob die einen Platz für mich haben. Das ist schon irgendwie ein etwas freundlicherer Ort als die, durch die ich bisher gefahren bin. Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Irgendwas mit Villeroy. Ja, aber irgendwie nichts los hier.
Oh, da ist schon mal ein Schild, Camping. Jetzt kommt Kopfsteinpflaster-Alarm. Ja, und wie üblich liegt der Campingplatz auf dem Berg. Das mit mir zum Schluss, wenn man sowieso schon müde ist, sich noch ein bisschen abrackern muss. So was. Und jetzt zum Schluss so steil. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Muss ich schieben. So, Rezeption. Gibt es schon mal. Die jetzt noch auf hat. Auf und einen Platz bekommen. Jetzt werden die Campingplätze allerdings teurer. Hat über 20 Euro gekostet. Ich muss auch eine Duschmarke kaufen, damit ich duschen kann. Das kenne ich ja nun gar nicht mehr. Ja, aber hier gibt es das wieder. Ja, da habe ich richtig Glück gehabt, so einen tollen Campingplatz gefunden zu haben. Und das Zelt ist schon aufgebaut. Das steht jetzt weiter unten. Da hatte ich nicht so einen schönen Blick auf die Berge hier. Deswegen bin ich jetzt hier hochgegangen. Ja, morgen kann ich hier unten aus dem Campingplatz rausgehen, wieder in den Ort. Muss ich einmal wieder über den Berg und komme dann zurück zu meinem Radweg. Und der ist dann wieder eine alte Bahnlinie, die führt dann runter zur Maas. Ja, und wenn du wissen willst, was ich dann morgen alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss.